Ja, servus und hallo zusammen. Willkommen zurück zu Let's Play Motorsport Manager hier mit unserem Archer BMR Team. Ja, nach dem Livestream vom 29. Januar, der ja leider so ein bisschen technisch gehinkt hat zwischendrin, da muss ich mich an dieser Stelle nochmal entschuldigen dafür. Manchmal klappt es halt nicht immer so ganz, wie man sich das vorstellt. Das soll keine Ausrede sein hier nicht. Ja, stets an einer Verbesserung zu arbeiten. Ich gebe mir Mühe. Ich werde es auf jeden Fall versuchen. Aber man ist halt nicht immer 100%, ne, an dem Punkt, wo man alles steuern kann. So, wir haben 3 Grand Prix dieses Jahr noch zu absolvieren. Einmal Portugal, einmal Italien und das Finale in Russland am Schwarzen Meer. Wir hatten München und Guildford, England eigentlich soweit recht gut abgeschlossen. Einmal Zweiter, einmal Erster. Völlig überraschend, dank unserer neuen Perle, unserem Rafael Rodriguez, dem alten Portugiesen. Der hat richtig Gas gegeben und der Junge ist sein Geld wert. Der Junge ist definitiv sein Geld wert. Da lasse ich nichts drüber. Also, dass wir den gefunden haben, das war echt lucky. Das war ziemlich lucky. Mit dem werden wir noch viel Spaß haben, ne? Da bin ich mir sicher. So, was haben wir von Nachrichten gekriegt? Update zum Fahrzeugzustand, das kennen wir, das ist der alte Klassiker. Interview mit Channel 6, na gut, was gibt's? Blabla, toller Rennsieg, wo liegt der Schlüssel? Ja, ich habe an der Boxenmauer die richtige Entscheidung getroffen, das ist natürlich selbstverständlich und das war ja auch so, ne? Wir hatten eine super Strategie, also können wir ruhig ein bisschen angeben. Elster Dart sollte dieses Wochenende weit vorne mitspielen, landete aber nur auf der 4. Jetzt sind wir wieder an dem Punkt, wo ich sage, was ist das für ein Blödsinn? Der ist Vierter geworden, damit hätte keiner gerechnet, das war seine beste Saisonplatzierung. Mit dem Auto, was unterirdisch ist, absolut unterirdisch, auch nur dank unseres Glücks und der Dummheit der KI ist der Kollege auf Platz 4 gekommen. Aber er ist ein guter Fahrer, wir sind unbesorgt, genau. Also, diese Interviews manchmal, naja. Rafael Rodriguez freut sich ein Ast, Rennsieg, Moral plus 15, ole ole. Und hart erkämpfter Sieg für Rodriguez. So hart war der gar nicht, aber das Motor Racing Magazine sieht das offenbar anders. Na gut, wir reparieren unsere Mühle erstmal. Genau, also, Scouting-Bericht ist da Ricardo Costa. Das ist der Kollege aus der Asia Pacific von Boa Esperanza. Der ist aber auch nicht schlecht, oder? Vor allem der Junge hat auch noch Potenzial. Okay, 42er Marktfähigkeit, Sehr gutes Bremsen. An den Kurven muss er noch arbeiten. Konstanz und Überholen sind auch noch ausbaufähig, aber der Rest ist super. Felsenfest. Panik in der ersten Runde. Ach du Scheiße, okay, für die erste Runde im Rennen ist er eine absolute Nullbe, minus 4. Tondela-Experte, plus 2. Ast-Stall-Orders. Okay, der ist auch nicht schlecht. Aber der würde nicht zu uns kommen, ne? Genau. Ich trete doch nicht einem European Racing Series Team bei. Ja, ja, das habe ich mir gedacht. Du Sack. Aber wir merken uns dich mal. So. Sponsoren. Ach stimmt, ein Rennsponsor ist frei geworden. Ja, unser Platz 2 Sponsor ist nicht mehr da. Das ist schlecht. Der fehlt. Wir haben den Kollege hier, Bremen Schwierigkeit 13 oder besser oder 9 oder besser. Also das ist nicht die große Herausforderung. Hier brauchen wir noch einen, der richtig klimpert, aber da warten wir noch auf das dritte Angebot. So, versucht John Stott hier Eastwood Motorsport zu verlassen. Die Wege scheinen sich am Ende der Saison zu trennen. Edda John Stott hier. Ja, die ist schon gut, ne? Wir haben sie, glaube ich, auch auf der Scouting-Liste. Und die Fahrzeugreparatur ist beendet. Hurra. Gott sei Dank. Endlich. Und der neue Motor, den wir bauen, der ist auch vor den nächsten Rennen einsatzbereit. Aber das... wobei, das passt ja. Ja, doch, der ist einsatzbereit. Dann sollten wir richtig einen raushauen. Und wir haben ja immer noch unser absolutes Pornogetriebe hier für die nächste Saison. Da sind wir auch sehr gespannt. Wir müssen aber... Ja, wir müssten eigentlich noch ein bisschen was machen, gell? Wir sind, was Bremsen, Getriebe und Motor angeht, sind wir inzwischen relativ nah am Schnitt der Liga, aber bei der Aufhängung hängen wir hinten dran, Leute.
Okay, die Aufhängung wäre sogar etwas billiger, günstiger zu bauen, meine ich natürlich. Genau. Ich habe mich korrigiert. Ich will nichts hören. Ich habe mich korrigiert. So. Was machen wir hier? Oh, hier gibt es lauter schöne Sachen. Da könnte man für die nächste Saison super Dingens bauen. Super Teil. Hätte schon mittleres Risiko. Aber wäre halt nochmal ein guter Push, ne? Wäre nochmal ein richtig guter Push. Oh, das ist schon lecker. Lecker, lecker, lecker. Kostet 900.000, ja komm. Raus damit. Raus damit. Für nächstes Jahr halt, ne? Okay, wir machen weiter. Wir müssen es ja nicht mehr einbauen dieses Jahr. In dieser Saison, es sind ja nur noch 3 Rennen, also von dem her. So, Scouting-Bericht. Edda Jonstott hier, jetzt bin ich gespannt. Ja, Sabalot, die ist aber auch nicht schlecht. 3 Monate noch. Paydriver, oh Gott. Schoßhund, Beziehung zum Mechaniker, minus 20. Erneute Konzentration. Achso, das ist auch noch zeitig befristet, okay. Auf dem Podium. Oh, Paydriver, 43. Oh. Ja, ja, die. Die hat auch keine Lust. War auf die European Racing Series, klar, ne? Nicht umsonst will sie weg von E-Sport. Ich nehme sie trotzdem hier mal in den Favoriten auf. Eastwood, auf Wiedersehen. Ja, die wird nächstes Jahr Fahrer brauchen, ich sehe schon. Die Edda. Wir haben ja schon ein paar eingestellt, genau, okay. So, jetzt bin ich gespannt. Sponsor. Boah, fett. Okay. Ah, das ist ja tapfer. Wow. Boah, okay. 2. oder besser, 1. oder besser. Die zahlen uns 1,2 Millionen pro Rennsieg. Plus 1 Million Vorauszahlung. Aber wir müssen gewinnen, das ist die Krücke. Hier 2. Zahlen nur 700.000 und für Russland gäbe es einen Faktor 3,2. Heißt 2,1 Millionen hier quasi. Russland ist doch noch. Genau, hier. Boah, okay. Ja, Deutschland mal 2. Super. Deutschland haben wir nicht mehr, Jungs. Deutschland ist vorbei dieses Jahr. Ne, das hätten wir vor München gebraucht. Vor München hätte das Richtige geklingelt in der Kasse. Okay, 700.000. Hier sind maximal 3,5 Millionen drin, oder? Sehe ich das richtig? Also die Komma 2 lasse ich mal weg. Das heißt, wir kriegen, wenn wir zweit oder besser werden in 3 Rennen, kriegen wir einmal 700.000, nochmal 700.000, sind wir bei 1,4 Millionen, plus 2,1 sind wir bei 3,5 Millionen. Wenn wir es immer schaffen, immer. Bei dem hier, also wir rechnen jetzt nur 3 Rennen, ne, der ist zwar 5 Rennen lang, aber trotzdem, wir rechnen jetzt nur 3 Rennen. Dann wären wir bei 4,6 Millionen. Boah. Ist jetzt schon... Aber ich glaube, ich nehme den. Nicht zuletzt, weil wir hier 1 Million Cash kriegen. Sicher auf die Kralle. Das war nicht ganz verkehrt. Und sollte es wirklich ganz dumm laufen, wenn wir merken, okay, der Rodriguez, keine Ahnung, wird krank oder... Ne, sonst irgendwas. Dann hätten wir hier immer noch
Positionen zum Ausweichen, wo wir sagen, das trauen wir El-Sadat zu. Apropos El-Sadat, hat er immer noch die Halskrause? Ja, hat er noch. 3 Wochen noch. Oh. Wir haben keine 3 Wochen mehr bis zum Rennen, Leute. Das ist schlecht. Das ist ganz schlecht. Das ist nicht gut. Ricardo Costa gewinnt für Boa Esperanza. Mhm. Mal wieder. Der hat recht. Na gut. Auf geht's. Kommt natürlich nochmal die World Motorsport Championship. Ne, genau. Nächstes Rennwochenende in Vancouver. Mhm. Im schönen Kanada. Panther gewinnt schon wieder. Alter, was geht denn hier? Was geht denn hier ab? Chapman auf der 8. Holz nur auf der 14. Sag mal, was ist denn mit Steinmann Motorsport los? Was ist mit euch los? Die schwächeln ja komplett, die Kollegen. Unterirdische Performance, aber wirklich. Die Aufhängung ist fertig, Leute, jawohl. Sehr gut, die Aufhängung ist fertig. Ja, dann können wir ja auch gleich mal ein bisschen tunen. Auch böses Risikoteil, ne? Naja, wir werden es nicht verwenden. Ui, halt, 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 was war da gerade? Aufruhr bei Archer? Habe ich das richtig gesehen? Freya Larsen, Moment, erst einmal hier. Angehende Musikerin, Treibstoffsparerin. Oh, sowas ist, denke ich, ganz nützlich. Ah, 21%. Schlechte Marktfähigkeit. Nicht gut. Was haben wir noch? Johnny Navarro. Er ist dumm. Und dreht eine Doku. Na super. Aber er kann ein bisschen was. Dumm bedeutet weniger Feedback, weniger Anpassungsfähigkeit. Nicht so schlimm. Dreht Doku für plus 25. Ja. Ja, das ist dann so ein solider Fahrer. Den kann man sich auch mal merken, glaube ich. Leistungsverbesserung ist abgeschlossen. Was haben wir hier? Aufruhr bei Archer. Rafael Rodriguez hat Zoff mit eigenem Mechaniker. Beziehung zum Mechaniker minus 50. Ich bin ja von Idioten umgeben. Genau. Ja gut, nachdem das Beziehungslevel hier eh nicht so hoch war, ist das nicht schlimm. Nicht schlimm, genau, nicht schlimm. Nicht schlimm ist es. Da haben wir sie, die Burschen. So, dann muss ich ja meine Scouting-Liste wieder hier mal ein bisschen füllen, ne? Costa, McLeod. Na, die Kollegen noch. Ich nehme jetzt mal die jüngere Generation, ne? Die werden wir uns jetzt mal anschauen. Ja, doch, 27 kann man auch mitnehmen, ja. 24, 25, 26, ja. Oh, der scheint auch gut zu sein, wenn der so viel Geld verdient. Zu alt. Und das sind wieder die Burschen von der European Racing Series. Ach komm, wir schauen sie mal an. Schadet ja sicher nicht, gell? So, okay. Leistungsverbesserung ist abgeschlossen. Heißt aber, wir könnten zumindest unseren Motor einbauen. Dann kriegt nämlich unser Rodriguez einen neuen Motor. Genau, und zwar keinen schlechten. 173, der macht einen guten Sprung. Und El-Sadat kriegt seinen alten Motor wieder, genau. Ah, das wäre natürlich schnuffig. Die Aufhängung wäre auch sehr schnuffig, aber es geht nicht. Es geht nicht. Na, mit der Aufhängung, da haben wir uns schon ein bisschen verbessert hier. Jetzt hängt die Bremse wieder hinten dran. Ich drehe am Rad, du bist hier nur am... Ah, wobei... Wir könnten auch für nächstes Jahr eine Bremse bauen. Wir bauen ein illegales Teil. Verzögerung 25... 35... Und da hauen wir nochmal einen raus hier. Da kommt nochmal 40 drauf. Alter, super. Schau mal hier. Da sind wir aktuell. Da würden wir hinkommen. Vor 750, das mache ich. Das ist ja geschenkt.
Schnäppchen. Absolute Schnäppchen, jawohl. Das holen wir wieder rein, kein Problem. Kein Problem. So, dann muss ich jetzt wahrscheinlich gleich ein Versprechen einlösen. Dass da dein Wochenende startet. Ja. Ich muss ein Versprechen einlösen. Ein Versprechen aus dem letzten Livestream. Um 3 Tage geht es sich nicht aus, ja. Ich habe im Livestream versprochen, dass wenn Elsa Dart seine Halskrause bis zum Rennwochenende in Portugal nicht losbekommt, dann wird der Elsa Dart pausieren und die gute Marieke Meulen wird dieses Grand Prix Wochenende fahren. Also, Ersatzfahrer befördern. Wählen Sie Ihren Hauptfahrer, bla bla bla, Mustafa Elsa Dart. Bestätigen. So, und jetzt ist unser Elsa Dart Ersatzfahrer. Und Marieke Meulen ist Hauptfahrer. Die freut sich jetzt natürlich ein Ast. Genau, plus 40, ole ole. Und der Elsa Dart ist mal dezent angepisst. Ja, sieht man hier, minus 40. Degradierung. Was soll diese Abwertung? Ich bin eindeutig gut genug, um ein Hauptfahrer zu sein. Beförderung. Yippie, jetzt kann ich... Moment, aber das ist ja diese Niederländerin. Yippie, hier, alle Zeiger waren wirklich drauf. Werde nicht enttäuschen, Haubi. Ich kann kein Niederländisch, verdammt. Kann kein Niederländisch, ich kann bloß, ja, nee. Groep Holland und so. Ansonsten, ich kann kein Niederländisch. Marieke Meulen. Wir werden sehen, Leute. Wenigstens zahlt der Sponsor die Geld. Na, jetzt kriegen wir hier die 300.000 ausbezahlt. Nicht nur die Hälfte. Heißt in den Finanzen. Genau, plus 300.000. Elsa Dart und die Meulen sind bezahlt. Und den Rodriguez müssen wir selber zahlen. Na schön. Okay, Teile. Halt, Teile. Genau, sie hat das Auto komplett übernommen hier. Müssen wir ja nichts mehr groß ändern. Na schön, Leute. Dann geht's zum Rennwochenende nach Portugal. Ja, ich habe mein Versprechen eingelöst. Ich glaube, mehr muss ich an dieser Stelle nicht mehr machen. Wir gehen natürlich hier auf volles Rohr, volles Risiko und sind sehr gespannt, ob unser Juwel, unser Rodriguez, auch in Portugal wieder brillieren kann. Es wäre sehr interessant für uns, definitiv. Ja, und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich sage mir mal vielen Dank fürs Einschalten hier beim Motorsport Manager. Ja, und alles Gute, wie immer, bis zum nächsten Mal. Eine gute Zeit, macht's es gut und Servus.